Und wir sind wieder da. Ja, es geht weiter. Hoffe ich, zumindestens. Ich hoffe, ich habe die Taste für Raps gedrückt. Wenn nicht, dann werden wir es gleich sehen und ich werde ganz laut aufschreien. Nö. So. Hier so. Zack. Noch getroffen. Sehr schön. Wir haben gleich 999 Leben. Kugeln, meine ich. Nein. Ah. Kugeln. Boom. Wie viel noch? Drei Stück. Ja, war klar. Schädel. Ja, und schlag mich. Schlag mich, tritt mich. Ja, nochmal. Ich liebe es. Und noch ein drittes Mal. Zack, beide tot. Ich krieg Abwehr dazu. Yay. Und wieder saven. Und saven. Und nein, hier geht's nach unten. Ich will nicht nach unten. Okay, hier hoch. Komm, bitte. Fünfter Stock, ne? Vierter. Halle? Haupthalle? Vierter Stock? Ach so, waren wir ja gerade schon. Kein Gegner mehr? Haben wir alles schon besiegt? Komm, jetzt, komm, Bossgegner. Also Flöte können wir nicht mehr einsetzen. Unser Schwertflöte. Da ist eine Seele. Da baumelt eine Seele. Sonst ist hier auch nichts. Ja, dann gehen wir mal zur Seele. Was sagt uns die Seele? Will, seit Jahrhunderten habe ich schon auf dein Kommen gewartet. Was? Wer bist du? Ich träume schon seit langer Zeit. Mein Körper wurde zu dem, was er heute ist. Ich werde dir eine andere Welt zeigen. Schließe deine Augen. Okay. Was passiert denn jetzt? Die Neuzeit. City. Okay, also jetzt wird's Science-Fiction-mäßig. Was? Was ist das? Das ist die neue Welt. Sie ist durch und durch grau, so wie die Statue in Kral. Du irrst, es gibt dort blaues Wasser, grüne Wälder, weiße Berge. Ich werde dich in diese Welt geleiten. Mich? In diese fremde Welt? Bäume wurden durch Gebäude ersetzt, Flüsse durch Straßen. Ganz egal, in welcher Welt die Menschen leben, wenn sie denken, dass sie froh sind, sind sie es auch. Gehe nun zurück zum Kral und erlöse die Versteinerten von ihrem Schicksal. Befreie die Bewohner von ihrem grauen Schicksal und bringe ihnen Erlösung. Okay. Weg ist die Seele. Als das grelle Licht verschwand, spürte ich, dass ich etwas sehr Wertvolles erfahren hatte. Erst jetzt merkte ich, dass ich die Gorgonenrose in meiner Hand hielt. Oh, ich habe die Rose für dich gekommen bin. Du hast die Gorgonenrose erhalten. Yay. Und damit geht's, glaube ich, jetzt auch schon wieder zurück. Oh, ich muss den ganzen. Nein, ne? No. Der sagt nicht, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Bitte nicht. Ach, komm schon. Gib mir irgendwie einen Weg oder so. Oh, ich muss nach Karl, glaube ich. So war das, ne? Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Den ganzen Weg zurücklatschen. Netzspiel. Du bist so nett zu mir. Ich könnte dich knutschen dafür. Oh Gott, Leute. Ernsthaft. Das ist krank. Los, 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 los. Ganz schnell zurück hier. Gar nicht erst Zeit verschwenden oder so. Richtiger Weg. Ja, wir gehen den Weg hier einfach. Das ist kürzer. So, kein Bossgegner. Schade, ich hätte mich auf einen gefreut, um ehrlich zu sein. Haupthalle 1. So, und damit geht's jetzt. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier. Nein, hier unten. Hier unten geht's entlang. Genau. Und wir sind jetzt draußen, ne? Ja. Los, Will, go, Will, go, Will, go, Will. Das wird ein Marathon. Yay, wir rennen runter nach Kral. Wir rennen nach Kral. Und wir rennen. Und, ja, Gott, ey, das ist doch echt ein kranker Scheiß, ist das doch. Da zwingt mich dieses Spiel den ganzen Weg zurückzulaufen. Das ist doch fies und very gemein. Very gemein ist das. So.
Hier entlang, dann hier und dann da und dann bla und dann bla und dann noch mehr bla. Wenn ich jetzt singen könnte, würde ich euch was vorsingen, aber ich kann's nicht. Gibt's halt einmal ordentliches Schweigen von mir. Ha ha ha. Lustig. Weiter geht's. Passage nach draußen. So, und wir haben den halben Weg hinter uns. Nein, ein Dreiviertel des Weges. Komm, 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 komm. Tor zu Anknorbat. Saven? Und wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich echt geschafft. Und jetzt geht's auf nach An. Alle sind natürlich hier. Ja, wo sind meine Freunde? Wo sind meine... Ach, da sind sie. Ich wollte schon sagen, gefressen? Ich lernte von den Kindern ein Wort. In dieser Gegend scheint Ramapol so viel wie Hallo zu bedeuten. Okay. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Brüder, Schwestern, Eltern, Freunde, die armen Menschen. Knochen. So, wir haben jetzt diese Rose. Du setzt die Gorgone, doch nichts geschieht. Nein, da wollen wir natürlich nicht hin. Ah, da, hier sind diese Versteinerten. Du berührst die Statue mit der Gorgonrose. Und hier auch, und hier auch. Ich habe mich mit Zeichensprachen verständigt. Die Tiere sind in den Wald zurückgekehrt. Die Bewohner jagen sich. Und nun sind nicht mehr gegenseitig. Yay, das freut mich. Du bist verwirrt. Das Mädchen übergibt schweigend ein rotes Juwel als Belohnung. Rotes Juwel erhalten. Hey Leute, wir kriegen hier ein rotes Juwel nach dem anderen. Die Frau dankt dir. Die Händler wussten, dass es hier keine Nahrung mehr gab. Dennoch ließen sie die Kinder hier. Das ist grausam. Oh, beide sagen dasselbe. Ja, auftönen statt der Händler. Ach, der hat was anderes gesagt. Nö, ich konnte es nicht vorlesen, Leute. Tut mir leid. Wir gehen jetzt zur Stadt der Händler. Von Kral aus. Nur mit drei Leuten. Das Schwein haben wir ja auch verloren, von dem ich den Namen vergessen habe schon wieder. Irgendwas mit H, glaube ich, war das. Dag. Die Stadt heißt Wüstenstadt Dao. Ach, wir gehen nach Dao. In die Wüstenstadt. Und wir haben diesmal keine Statue gekriegt. Uns fehlen noch zwei Stück. Ja, Dao, die Wüstenstadt, war unser nächstes Ziel. Du bist nicht aus... Achso. Dies ist eine bekannte Händlerstadt, auch wenn die Stadt nicht danach aussieht. Okay. Bei diesem Sandsturm gehe ich nicht raus. Hm, Sandsturm? Hört sich interessant an. Sandsturm. Dies ist Dao, die Wüstenstadt. Kinder sieht man hier nur selten. Okay. Heißt du zufällig Will? Ja. Gut, ein Brief und einige Gepäckstücke sind von Bill und Lola für dich angekommen. Hä? Du erhältst einen Brief und das Tagebuch deines Vaters. Oh. Das hört sich interessant an. Darin sollte ich mal lesen. Zuerst der Brief. Testament. Nein. Lolas Brief. So, ein Brief von Lola. Hallo Will, ich hoffe, es geht dir gut. Neil erzählte uns, dass du in Dao bist. Er erzählte uns außerdem von deiner Suche. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Als ich das Gepäck deines Vaters durchsuchte, fand ich ein Tagebuch, das von einer Pyramide berichtete. Ich dachte, du könntest es gebrauchen, also schicke ich es dir. Sei vorsichtig, Bill und Lola. Hm, nette Freunde. So, was steht hier? Ich habe die Hieroglyphen entziffert. Niemand hat das jemals zuvor geschafft. Sie sagen, in der Pyramide ist ein Schlüssel, um das Rätsel der Geschichte der Menschheit zu lösen. Im ersten Teil steht, der Geist der Sonne erhebe sich am Horizont. Ich ging zur Pyramide und fand die gleichen Inschriften doch. Hier fehlt eine Seite. Oh, na super, immer fehlt sowas. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich suche jetzt mal kurz den Neil! Will, schön dich zu sehen. Wie war deine Reise? Neil, du bist der Präsident der Firma. Ja, ich habe von Händler zum Pfefferimporteur umgeschult.
Genau das hat mich nach Dao geführt. In der Nähe gibt es eine Pyramide. Ob sich dort eine der Statuen befindet? Neil, die alte Socke ist auch hier. Ich bin der... Ah, hier ist der Juwelier. Bewahre meine Juwelier. Ich wollte eigentlich mal gucken. Zeig mir deine Angebote. Wir brauchen noch eins für die Psychokraft. Yay, das freut mich zu hören. So, ja, ich würde sagen, wir gehen zur Pyramide, ne? Oder? Was ist denn hier? Ich glaube, er hat nicht verstanden, was ich sagte, aber habe aber seine Augen. Vorsicht, das ist kein Spiel, verschwinde von hier. Der folgt mir. Lol, wie geil. Der folgt mir. Oh, hier sind Schlangen. Schlangenspieler, Angst. In letzter Zeit haben sich einige Dinge verändert. Der neue Präsident von Rolex führt den Frieden der Händler ein. Das freut mich zu hören, also hat es er geschafft. So, ja Leute, ich höre jetzt erstmal wieder auf, weil ich habe viel aufgenommen jetzt, finde ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Illusion of Time. Ich sag schon wieder Let's Play, es ist zu lange her. Mit eurem Ryukan. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.